Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Splinter Cell. Ja, es ist nun soweit. Wir sind am großen Scheideweg angekommen. Das Ende nähert sich mit der letzten Mission, nachdem wir ja in der letzten Folge wieder einmal zurück zur chinesischen Botschaft zurückgekehrt sind und wieder einige Informationen in die Finger bekommen haben, haben wir erfahren, dass Nikolaze höchstpersönlich auf dem Weg zum Präsidentenpalast ist. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es das Weiße Haus damit gemeint ist. Aber ja, Nikolaze ist auf jeden Fall auf dem Weg zu etwas sehr, sehr Großem. Und natürlich müssen wir dies verhindern, dass er jemanden tötet, dass er der neue Präsident wird. Ihr wisst, wie es läuft. Und deswegen würde ich sagen, wir springen einfach mal in die letzte finale Mission. Und ja, viel Spaß. Fischer, wir müssen über die Arche sprechen. Was ist das? Das, was Nikolaze am sehnlichsten will. Das Ding, mit dem wir ihn schnappen werden. Mehr wissen wir nicht. Wir wissen, dass die Arche irgendwo im georgischen Präsidentenpalast versteckt ist. Und wir wissen, dass Valam Kristavi sie ihm geben wird. Wer ist Kristavi? Der neue Präsident von Georgien, von unseren CIA-Freunden an die Macht gehievt. Das ergibt doch keinen Sinn. Lass das unsere Sorge sein. Primäres Missionsziel in Georgien ist Nikolaze. Wenn wir ihn schnappen, haben die guten Jungs gewonnen. Haben Sie mit Lambert gesprochen? Ja. Wann werden wir Georgien voraussichtlich erreichen? Wir landen nicht. Sie werden abspringen. Na klasse. Dad, bist du da? Hey, Sarah. Schön, deine Stimme zu hören. Kommst du nach Hause? Im Fernsehen sagen sie, dass ihr Nikolaze habt. Das ist nicht so einfach. Also kommst du noch nicht? Nein. Noch nicht, Schatz. Aber bald. Ein Seufzer der Erleichterung, während sich die Beziehungen zu China entspannen. Durch schnelles und entschlossenes Handeln beider Geheimdienste wurde eine Splittergruppe des chinesischen Militärs als Unterstützer der georgischen Aktivitäten ausgemacht. Und einen Tag der Trauer für die Opfer der georgischen Informationskrise angeordnet. Bestätigt das Ende von Combine Nikolazes Cyberterroristen. Die Informationsangriffe auf die USA haben aufgehört. In einer Feierstunde will Präsident Bowers CIA, FBI und US-Spezialeinheiten seinen Dank für deren großartigen Einsatz bei der Beendigung der Krise aussprechen. Sein Aufenthaltsort noch immer unbekannt ist, hat Combine Nikolaze jegliche Macht verloren. Wir haben dem Skorpion den Stachel gezogen. Er wird sich nicht mehr lange vor uns verstecken können. Ja, das klingt doch auf jeden Fall sehr gut, dass er sich nicht mehr verstecken kann. Und ja, da sind wir nun, Präsidentenpalast Tiflis, Georgien, 13. November 2004, 0:04 Uhr. Finden Sie Combine Nikolaze und die Arche. Combine Nikolaze ist in den georgischen Präsidentenpalast zurückgekehrt, um die Waffe zu holen, die bisher einfach nur als Arche bekannt ist. Die Tatsache, dass Nikolaze persönlich zurück nach Tiflis kommt, deutet darauf hin, dass die Waffe sehr wichtig ist. Die Bedrohung durch Nikolaze und die Arche muss unbedingt eliminiert werden. Oh ja, das kann lustig werden. Oh boy. Willkommen zurück in Georgien, Fischer. Der direkteste Weg zur Arche führt über die Daten von Präsident Kristavi. Siehe Opset. Was, wenn ich Kristavi sehe? Nicht anfassen. Der gehört der CIA. Wenn Kristavi stirbt, ist die Mission vorbei. Okay, gut zu wissen. Beschaffen Sie die Arche-Akte, die Aufzeichnungen eines Verhörs, das von georgischen Agenten durchgeführt wurde, die den derzeitigen georgischen Präsidenten Kristavi repräsentieren. Die Akte enthält Details eines Verhörs eines hochrangigen Söldners, der in Nikolazes Dienst steht und eventuell die Identität der Arche preisgibt. Nikolazes Nachfolger, Präsident Valam Kristavi, hat sich im Palast niedergelassen. Wenn Präsident Kristavi stirbt, ist die Mission gescheitert. Ja, das kennen wir ja, ne? Ist ja das Übliche. Und am Ende heißt es doch noch, ja, tötet ihn. Ne? Einfach töten. Let's go. Okay. Gut, wir sind also am Hügel angekommen und jetzt muss ich erstmal wieder einen Weg finden, wie wir hier irgendwie da hinkommen.
Ja, so glaube ich schon. So müsste das, glaube ich, gehen. Mal gucken. Nein, so nicht. Jawohl. Okay, ach Gott, das ist, sind wir hier bei Tomb Raider oder was? Oder was wird das hier? Hui! Okay, das war sehr amüsant. Muss ich jetzt wirklich nach jedem Sprung speichern, damit ich nicht nochmal aufs Fressbrett krieg? Na okay. Mal gucken. Passiert was? Ja, okay. Gut. Okay. Yay! Also ihr wisst, wie es läuft. Es kann nur... Ja. Wir haben Sam mal schreien gehört. Yay! Okay, wunderbar. Ich sag ja Tomb Raider Style, ne? Man kennt es. Nein! Nein! Ach, verdammt, Junge. Mein Gott, Sam, halt dich. Alter, wie das aber auch klingt, ne? Wie die Knochen brechen bei ihm. Schon böse. Genau so, zack. So, zack. Zack, wunderbar. Okay. Okay. Kurz speichern. So. Okay, okay, okay. Ah. Ich hab so eine Schiss, ne? Nein. Na, jetzt halt dich da. Ach, Sam, Junge. Nein. Wie schön er aber auch wegfliegt, ne? Es ist ein Träumchen. Okay, es ist wie in der letzten Folge. Wir müssen erstmal wieder eine Möglichkeit finden, voranzukommen, bis wir wieder irgendwas finden, was uns komplett ja, den Weg erleuchtet. Obwohl wir es ja eigentlich schon hier sehen. Nein, Sam, Junge, du musst nach links. Na, ja, das war richtig, aber fast. Nein. Ja, gut, dankeschön. Oh Gott, das kann was werden. Spätestens jetzt, das wird brenzlig. Ich muss noch mal kurz, es tut mir leid. So. Na, ja, danke, Sam. Danke. Ich bin dafür nicht ausgerüstet. Ich bin dafür nicht vorbereitet. Ich will das nicht. So, jetzt zack. So, okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter, jetzt wird man noch mal richtig schön gefordert, ne? Wird man noch mal richtig schön durch die Aufgaben gefordert. Nur um zum Palast zu kommen, überlegt euch das mal. Wenn ihr so einen Weg habt und das jeden Tag, der neue Palasteingang. Wow. Oh Gott, Alter. Oh, es wird morgen, glaube ich. Es wird morgen, meine Kinder. Alle aufstehen. Okay. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich speichere. Ich speichere sofort. Ich habe so eine Schiss davor. Junge. Hui. Okay. Okay. Nice. Scheiße. Ja, das passiert, wenn man denkt, man hat es hinbekommen.
Und das Spiel ist so, nö, du hast nichts hinbekommen. Okay, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig. Gucken, wie dunkel. Ja, es geht. Ist angenehm. So, sehr schön. Und es geht wieder nach oben. Juhu. Achtung, Deal! Warum wischst du die Scheiße von deinem Hut nicht weg? Wer ist da? Leuchte mir gefälligst nicht in die Augen, du dämlicher Scharfschütze! Abdandil, Vandri, haltet gefälligst Funkdisziplin. Jawohl, Tvarisch. Jawohl, Entschuldigung. Oh, verdammt, es gibt ein... Das ist halt auch... Er hat Witterung aufgenommen. Mich verarschen? Was zum Teufel? Weißt du, du kommst da hin und das erste, was ist, blub, erwischt. Wow, wow, wow. So, okay. Oh, gut, das war so nicht, Ich habe... Gut. Wie gesagt, das war so nicht geplant. Eigentlich sollte der Hund dran glauben, aber hey. Kann ich hier durch? Ach, da oben ist der Snipe. Ah, I see, I see. Aber wie soll ich denn... Er hat die Fährte verloren. Eindringling auf dem Palastgelände. Alter, wie uncool ist das denn jetzt? Durchsucht seine Leiche. Wie uncool ist das denn? Da wirst du ja sofort. Also ich meine, ich will ja nicht unbedingt jemanden töten. Aber das ist schon. Eine Fährte. Alter. Er hat die Fährte verloren. Ja, richtig so. Kann ich? Nee. Er hat Witterung auf. Ich greife den Feind an. Natürlich kann er wieder nicht richtig zielen, das ist typisch, ne? So, lass mal gucken, kann ich von hier aus? Feind auf dem Palast. Nee, kann ich nicht, okay. Er hat eine Fährte. Ich meine, ich will dem Hund ja nicht wehtun, ne? Also nicht mehr, als er mir wehtun würde. Aber ich komme hier zum Beispiel, komme ich nicht rüber. So, ne? Wenn ich jetzt zu weit hingehe, dann... Alle Mann in Deckung! Alter, warum? Das hört man doch... Na, ich sag nichts. So. Geht das? Wenn
Ne, geht nicht, okay. Ist halt kein Resident Evil mäßig, ne, wo man Dinger zerschießen kann. Ich muss irgendwie den Dude da oben ausschalten ohne. Sehr gut. So. Sorry, aber der Dude musste dran glauben. Ihr wisst selber warum. So, okay. Das geht nicht auf, ne? Okay, okay, wir haben den Dude erledigt. Wir können jetzt erstmal durchatmen. Das Schlimmste ist geschafft. Warum hier Licht ist, weiß ich nicht. Wo ist jetzt, kommt das Licht her? Achso, das sind. Achso, ja, toll. Warum sieht man das da durch mich? Dass die leuchten. Sehr gut. Und tschüss. Okay. Okay, das ist cool. Gefällt mir. Aber ich sag mal so. Er hat Witterung aufgenommen. Das macht keinen Sinn. Schade. Ich hätte es gefeiert, wenn das geklappt hätte. Na, ich meine, den Hund ausschalten. Easy peasy. Warum? Achso, okay. Okay, okay, alles cool, alles cool. Gut. Eine Fährte. Vielleicht hat er das dieser Nikolas. Oh, Alter. Da drüben. Hä, hier ist doch alles dunkel. Warum seht ihr mich? Das sind nur 2 Milli Sichtbarkeit. Und trotzdem sieht der Dude mich. Das ist doch ein Witz. So, hier, zack. So. Schnauze voll hier, Junge. So, okay. Hä? Achso, da oben. Ja, okay, gut. Das kann ich nachvollziehen. Okay, okay, das kann ich nachvollziehen. Das ist bescheiden. Zack, zack. Kann ich das Ding zerschießen? Kann doch nicht wahr sein. Das ist doch. Vielleicht hatte das mit dieser Nikolaze-Sache zu tun. Warum kann ich das Ding nicht zerschießen? Mann, das war uncool. So, also ich würde jetzt am liebsten da durchrennen. Bringt aber nichts, weil wir erwischt werden. Ne? Alter, ernsthaft, ich wollte doch gerade. Okay, es tut mir leid, aber. Ist das dein Scheiß Ernst? Da rennt noch jemand rum?
Tasche. Okay. Tasche mit Notiz. Okay. Interessant. Mal wieder was Gutes. So, gucken wir mal. Der Code für das Gartentor lautet 2126. Okay, ist das das Gartentor? Nein, ist es nicht. Okay, wir speichern. Okay, hier ist es schon mal nicht. Halt, Eindringling auf dem Palastgelände. Oh, wow, okay, den, okay, den hab ich jetzt, das hab ich jetzt, wow. Junge. Okay, den Dude habe ich jetzt nicht gesehen. Das hat mich schon ein bisschen erschreckt gerade. Okay. Das Gartentor vor allem. Das Gartentor. Ich meine, hey, die Gartentore haben überall Schlösser. Also, nun. Weiß ich nicht. Ah, das Tor. Okay, gut. Ist das wieder eine helle Lampe oder ist das eine helle Lampe? Okay. Hm. Wäre halt schön, wenn er reinkommen würde. Dann könnte ich ihn nicht unbedingt abknallen, aber ich könnte ihn ausnocken. Das wäre für mich schöner. Weil jedes Mal den hier machen, ist halt auch langweilig, ne? So, das war jetzt 2126. Ich hoffe, es funktioniert. 212. Ja, ich wusste es, das ist wieder verkackt. Oh. 2, 1, 2, 6. Dankeschön. Komm her, mein Freund, komm her. So. So. Schlaf gut. Ja gut, er wird ja eh ewig schlafen, also ist es auch egal. So, okay. Gut, jetzt haben wir das Gartentor geöffnet, aber wie komm ich jetzt hier rein? Nein. Oh, hat er, achso, seinen Hut verloren. Finde ich gut, dass darauf keiner reagiert, so nach dem Motto so, ey, du hast deinen Hut verloren, was machst du denn jetzt, warum läufst du ohne Hut rum, Schweinerei. Das geht gar nicht, okay, das geht nicht. Aber... Armin, wir haben jetzt das Tor geöffnet. Ah. Okay. Alles klar. So, auf geht's. Die Spinnweben der Schreckens. Oh, Medikit, geil.
So, weiter geht's. Oh, Festbeleuchtung. Moment, war da noch was? Einweg Dietrich, yay, oh yeah. Wie viel haben wir? Einen. Naja, besser als nichts, ne? Kann man mal machen. So, noch ein Medikit? Oh yeah. Medikit, Ich wusste es doch, Laserfallen. Typisch. Das war doch so klar. Aber. Was ist, wenn ich jetzt. Aha. Sieht schön nice aus, ne? Guckt euch, guckt euch das mal an, wie schön das hier aussieht, ne? Sieht sehr, sehr schön aus. Noch ein Dietrich? Jawohl. Gib mir Dietrich, gib mir Dietrich, gib mir Mama. So. Boah, ich würde den so gerne von. Ne? Okay, der war cool. Das war schnieke. Jawohl. So hätte ich mir das gewünscht. So hätte ich mir das gewünscht bei den Dudes auf dem Dach. Also, auf dem Dings. So, jetzt gucken wir uns das hier nochmal in Ruhe an. Ach herrlich, ne? Schönes Gemälde hier. Überall die Fallen, die wir zum Glück sehen. Und hier die Laser, die... Okay. Schade. Ich dachte, das wäre für Dings. Aber okay. So, okay. Oh. Oh, das, Jetzt hast du mich gekriegt, ne? Jetzt hast du mich gekriegt hier. Ulala. Ulala. Ulalalala. Okay. Autsch. Es wäre halt auch mies, wenn die Uhr losgeht und dann einfach hier Geräusche kommen. So, wir gucken mal ausnahmsweise, ob hier irgendjemand ist. Hallo. Okay, das sind keine Palastwachen. Das sind Spezialeinheiten. Georgische Elitetruppen. Vermutlich Kristavis Leute. Das macht die Sache nicht einfacher. Ändert das meine Ziele? Nein. Such die Verhörprotokolle. Kristavis Männer werden nicht viel freundlicher zu dir sein als die von Nicolaze. Der Einsatz von Gewalt ist hiermit genehmigt. Oh, er ist jetzt genehmigt. Ich meine, hey, wir haben schon ganz viele Leute weggeschossen und jetzt sagt er mir, Gewalt ist genehmigt. Ich glaube, da wird geschossen. Ja, glaube ich auch. Wo bist du? Oh, shit. Oh, ach nö, Leute, ey, Leute, hey. Na, ihr.
Was geht denn? Feind auf dem Palastgelände! Okay. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Aber so sind nun mal die Regeln. Ich muss tun, was getan werden, getan werden muss. Ja, ihr wisst schon. Was wir machen müssen, ne? Und das müssen wir machen. Das ist meine Aufgabe. Geil. Finde ich halt auch ziemlich krass, dass man hier wirklich jedes Licht einzeln ausschießen muss. Gut, das ist vielleicht nicht unbedingt cool, aber ist schon nett, dass das eingebaut wurde. Dass man das machen kann, ne? Ja gut, es sind halt verschiedene Lichter, aber es ist trotzdem schön zu wissen. So, okay, die haben jetzt genug Dunkelheit, da können wir uns jetzt erstmal weiter nach oben begeben. Mal gucken, was hier Schönes ist. Hallo. Hallo, mein Freund. Alter. So, erstmal schlafen hier, ne? So. Das hast du ein schönes für mich. Ein Sticky und eine Kopie. Der Code für den Flur lautet 70021. Okay, danke, mein Freund. 7. Jawohl. Ich habe es gerade eben vergessen. Ich dachte jetzt gerade so, hey, war das jetzt richtig oder war das falsch? Oh boy. Da hinten steht einer. Und da ist einer. Leuten. Nein. Mal gucken, was passiert. Feind greift an! Das lief heute nicht so gut. Okay, kann ich. Was ist, wenn ich hier runtergehe? Gibt es hier unten irgendwas Schönes? Irgendein Secret oder irgendwas zum Einsammeln? Vielleicht ein paar Granaten oder irgendwas. Ne, Panzertüren. Noch mehr Panzertüren. Okay, gut. Also. Nein, ich wollte. So, 70021. Shit. 7 0 0. Okay, gut, das haben wir. Hey, wer war das? Was denn? Nein, komm, verpiss dich. Geh weg, Junge. Geh weg. Du hast nichts gesehen, Mann. Ich bin hier drin. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Ah, Minikit. Naja, besser als nichts, ne? Oha. Okay, das war knapp. Ich verstehe. Psch.
Okay, Kameras sind hier, das ist schlecht für mich. Oh Gott, jetzt habe ich Schiss, da hinzugehen. Wie, wann dreht er sich? Kann ich von hier aus ihn vielleicht... Jawohl. So, okay, da haben wir das erledigt. Ich hoffe, das war jetzt nicht fail. Dass einer sagt, ich habe da jemanden gesehen, der tot ist. Okay. Gut, jetzt warten wir kurz, bis die angelaufen kommen. Okay, hier kann ich nichts machen, gut. Boah, wenn das geht, ne? Shit. Oh. Na. Okay, cool. Okay. Oh mein Gott, nein. Sag mir, dass das wichtig ist. Sag mir bitte, dass das wichtig ist, dass ich da lang muss. Nein, bitte geh unten weg. Bitte. Wie soll ich denn... Oh Gott, jetzt muss ich springen oder was? Ich muss da jetzt irgendwie dran springen, ohne dass Alarm ausgelöst wird. Hopp, hopp. Ah! Sick? Präsident Cristavi, oh Gott. Sind Sie das? Nicolazzo und seine Männer sind fast in der Bibliothek. Wir warten, bis er drin ist, nicht wahr? Alter, Herzinfarkt. Hallo? Herzinfarkt, Alter. Herzinfarkt. Incoming. So. Nein. Ah, mein Gott! Da ist irgend... Kann ich mit ihm reden? Nicht, kann ich nicht. Schaden. So, das Licht bleibt aus, Junge. Bist du dumm? In einem Dunkelkammer. Zeit zum Schlafen hier. Mann, wie ich das hasse. Was habt ihr? Verhöre, Folter und... Oh mein Gott. Was? Die Arche ist eine SADM. Eine was? Eine Special Atomic Demolition Munition. Eine tragbare Atombombe. Ja, wir melden uns wieder. Wow, einfach wow. Der Türkoff für die Bibliothek lautet 66768. Okay, ob ich mir das merken kann? Why not? Okay, gut. Cool, ja, schön, ne? Die Arche ist dein Missionsziel. Hol sie dir. Sie ist in einem Keller in der Bibliothek. Der Safe hat ein Retina-Schloss, das auf Nicolazzo anspricht. Also werde ich Nicolazzo lebens brauchen, um die Arche zu bekommen. Stimmt, genau. Ach, scheiße. Das, kann was werden. Medikit. Medikit. Boah, ich bin froh, dass ich jetzt nicht zu den Typen... Muss ich jetzt doch da lang? Och nee, ich will nicht an den Typen vorbei. Verwenden Sie Nicolazzo Retina, um den Safe in einem Keller in der Bibliothek zu öffnen. Ja, Chef. Mach ich, Chef. Muss ich jetzt wieder... Sam, Junge,
Konntest du nicht, hast du nicht genug Zeit gehabt, um die Dinger zu deaktivieren? Ich meine, hey, du bist Sam. Scheiße. Jetzt auf einmal, ne? Oh, wow. Ich bin, wow. Okay, beim nächsten Mal ist es mir egal. Alter. So, zack. Nein. Springen und zack. Ach komm, scheiße. Was passiert? Ah, okay. Kommen die jetzt? Ja, sie kommen. Oder? Kann ich. Cool. Es läuft dort Wasser raus. Scheiß drauf, weißt du, leck mich doch weg. Nee, ist gut jetzt. So. Ach, da oben ist sogar die Kamera. Ja, nice. Sind das Ritter? Shit. Toll. Kann ich den Dude von hier vielleicht abknallen? Er ist weg. Aha, okay, das funktioniert. Okay, alles klar. Ja, das denkst auch nur du, mein Junge. Okay. Die Waffe hat noch. Moment, war da noch einer? Waren das drei? Oh. Oh, das ist uncool. Schon. Dreh dich um. Tralala. Alter. Ach, come on. Ach, Junge. Weißt du was? Bam. Warum? Den einen treffe ich im Kopf und bei ihm... Nö, sehe ich nicht. Versuch's noch einmal und dann ist gut. So, Konzentration. Bam. Gut, das sollte nicht so sein. Okay, dann hast du Pech gehabt. Dann machen wir halt den hier. Mein Gott. So, das funktioniert wenigstens noch. Thank you.
Und los. Oh Gott. Natürlich, natürlich. Eine Kamera, die nicht zum Kaputtmachen ist. Perfekt. Er ist weg. Haltet die Suche aus. Oh, wir haben es geschafft. Junge, wir haben es. Oh. Oh, das sieht aber nicht gut aus, ne? Da liegen ja überall Tote rum. Ich meine, hey. Wir haben die Bibliothek erreicht. Nikolaze ist drin. Achtung an alle. Wir bergen die Arche. Bereitet euch auf Abmarsch vor. Okay, der große Showdown. Ich bin nicht bereit. Ich muss noch mal kurz gucken. Türkopf für die Bibliothek. 66768. 66768. Let's go. Oder auch nicht? Ist das noch nicht the final Treffen? Nein? Die Backen, Junge. Kann ich nicht nehmen, ist zu viel, ne? Hab schon zu viel davon. Cool. Finde ich okay. Kann man machen. Okay, cool. Ich muss in den Aufzug gelangen. Behaupte ich mal. Schickt Wagen zu Nikolaze. Sag Nikolaze, dass der Amerikaner tot ist. Schritte. Schritte? Warum sagt er Schritte? Feind! Warum? Ich halte genau drauf und er trifft nicht diese verkackte Lampe. Guckt euch das an. Er trifft nicht die Lampe. Warum trifft er nicht die Lampe? Mann. Junge, halt da hoch. So. Okay. Runter! Ich werde beschossen! Ach, Scheibe. Okay, wir haben keine Ringe mehr. Das ist schlecht für mich. Dem Dude am liebsten in den Kopf schießen? Ja, ich würde gerne. Dankeschön. So, okay. Okay, ganz ruhig. So, das lief gut. Jetzt müssen wir nur noch die anderen beiden Lichter ausschießen. Beziehungsweise den Dude ausschalten, der da jetzt guckt. Oder den da ausschalten. Verdammt. Oh nein. Geh weg. Geh da.
Alter. Ja, okay, danke. Okay, cool. Jetzt kommen natürlich beide angelaufen, warum auch nicht. Oder zumindest nur der eine Dude. Okay. Vielleicht war da gar nichts. Vielleicht war es nur ein Schatten. Du hast auch einen Schatten. Dann lauf aber nicht weit. Genau, bleib stehen. Tschüssi. Mach's gut. Haus den Nein, ne? Ciao, ciao. Wir haben einen Eindringling. Eine amerikanische Kommandoeinheit. Bringt Nikolas in den Keller, bis wir den erledigt haben. Och nö. Jetzt haben wir wieder den OMG-Mode, wo ich alles töten muss, was mir über den Weg läuft. Okay. Ja. Geil. Ihr wisst alle, was das bedeutet. Wir sind am Arsch. Was? Wo? Wo denn? Hä? Von wo hat dieser Spacken jetzt geschossen, bitte? Also bitte, ich habe ihn ja nicht mal gesehen. Bewegung! Ja, Bewegung, Bewegung. Okay, da. Aua, hä? Also seht ihr irgendwo diese Handeln dann? Oder falsche Waffe, ich liebe es. So, bin ich hier safe? Kann ich... Aufpassen. Oh, schade. Okay, das ist nur ein Dude. Es ist nur ein Dude. Boah, ey. Genau, zur Waffe ausgerüstet, sehr gut. Scheiße. Ist das jetzt Sniper? Was zum Teufel? Wo denn? Oh, warte, da hinten war er. Da war da hinten die Sau. So, tschüss. Alter, wie treffen... Was haben denn die für ein Aim, dass sie nicht so gut treffen können? Das ist doch Bullshit. Es geht doch schon wieder hier beschissen los. Du, dumme... Alter, hör auf! Ich seh nicht mal irgendwas. Also, ja, cool. Dann töte mich halt. Ich seh nicht mal, wo die sein sollen. Ich könnte jetzt durchrennen. Ja, geil. Guck mal. Ich renn durch. Nee, doch nicht. Schade. Wo? Also, hier ist ein Dude, da ist ein Dude, so, da ist ein Dude, so. Okay, das weiß ich jetzt. So. Mist. Wo ist der Dude? Also, wir haben links und rechts welche, die uns abknallen. So, okay. Bewegung!
Warum? Vielleicht war da gar nichts. Ach, das sind vier Hampelmänner. Ich verstehe, das sind vier Hampelmänner. Okay, gut. Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf euren Struktur hier. So. Also, die Dudes sind da hinten. So, da ist einer. Aufpacken! Geben Sie endlich auf! Vielleicht war es nur ein Schatten. Zeigen Sie sich! Okay, alles klar, okay, ich weiß Bescheid. So, ich gehe jetzt hier in Deckung, so. Ich lade nach. Ich mache ganz kurz einen risky Save, aber hey. Why not? So, okay, und dann so. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Da war doch was. Okay, der letzte Dude ist auf der Treppe. Warum trifft er mich durch den... Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Wo ist der? Ich mache jetzt Kamikaze, nur um zu sehen, wo der ist. Ja, ja. Aber wo? Da ist er. Geben Sie endlich auf! Zeigen Sie sich! Ja. So, jetzt aber, jetzt ist gut hier. Meine Fresse. Mein Gott. Entschuldigung. Alter. Das ist schon nervig. Okay. Oh Gott. So, bin ich wieder? Oh Gott, tut mir leid. Stimme komplett am Abnibbeln. Wenn ihr das früh, ihr steht früh auf, wollt aufnehmen und dann macht die Stimme schlapp. Jo. Let's go. So, wo ist jetzt hier? Wo ist jetzt hier Nicolaze? Wo ist jetzt hier der ganze Mist? Ich habe das doch jetzt nicht umsonst gemacht. Oder muss ich noch weiter runter? Ich glaube zwar kaum, dass ich noch weiter runter muss. Nee. Ah,
Danke. Okay. Hier muss doch irgendwas sein. Irgendein Geheimgang oder sowas. Ach, guck mal, ein Keller. Natürlich ein Keller. Ein Geheimgang. Wir verraten. Die haben uns verraten. Christavis Männer schießen. Wir brauchen Verstärkung. Verrat in den eigenen Reihen, das kenne ich zu gut, das ist interessant, ne? Habt ihr ihn getötet? Oh Gott, wer sind sie? So, mein Freund. Jetzt gibt's aufs Maul. Erzählen Sie mir von der Arche. Lassen Sie mich. Ich mache Sie reich. Ich weiß, was sie ist. Ich will wissen, woher sie stammt. Das bringt Ihnen nichts. Warum nicht? Was wollen Sie mit ihr machen? Womit? Die Arche. Wo wollen Sie sie zünden? Töten Sie mich oder lassen Sie mich gehen. Was Sie tun, ist zwecklos. Erzählen Sie mir von der Arche. Zeitverschwendung. Ich sage nichts mehr. Okay, dann bitteschön. Keine Bewegung. Hände hoch. Keine Bewegung. Keine Bewegung. Komm bei Nicolaze. Wer ist Ihr Freund? Ein Amerikaner. Fragen Sie ihn. Sie werden uns die Arche geben. Bin ich Gott? Sie werden uns die Arche geben. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Christavi weiß, dass es eine nukleare Kofferbombe ist. Er weiß, dass Sie sie haben. Ein schlauer Mann. Weiß er auch, dass sie bereits in Amerika ist? Was? Die Arche ist nicht hier. Ich höre. Das Einzige hier im Keller ist der Aktivierungsschlüssel. Die Bombe ist in Amerika. Garantiert, Christavi, meine Freiheit, sage ich ihm, wo die Arche ist. Herr mit dem Aktivierungsschlüssel. Dieser Spion hat den Schlüssel. Ihr werdet ihn euch holen müssen. Ich kann euch sagen, wo die Arche ist. Im Gegenzug für meine Sicherheit und Freiheit. Gut, ihr zwei eskortiert Mr. Nicolaze aus der Bibliothek. Sie. Wer sind Sie? Sag nichts, Fischer. Wir arrangieren in 5 Sekunden ein Blackout. Mach das Beste daraus. Geben Sie uns den Schlüssel zur Arche. Sie können ihn mir geben, oder ich nehme ihn. Sie haben 5 Sekunden. 4 Sekunden. 3, 2... Wer ist da? Scheiße. Ja, geil. Wie willst du denn das schaffen mit dem Leben, was ich noch habe? Okay, gut. Hab noch ein bisschen mehr Leben. Okay, gut. Die Sache spitzt sich also zu. Na, das ist ja großartig. Habt ihr ihn getötet? Wer ist da? Erzählen Sie mir von der... Lassen's. Ich... Was? Die, erzählen Sie mir von der Arche. Zeitverschwendung. Keine Bewegung. Hände hoch! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Komm bei Nicolaze. Wer ist Ihr Freund? Ein Amerikaner. Fragen Sie ihn. Sie werden uns die Arche geben. Bin ich Gott? Sie werden uns die Arche geben. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie sprechen. Christavi weiß, dass es eine nukleare Kofferbombe ist. Er weiß, dass Sie sie haben. Ein schlauer Mann. Weiß er auch, dass sie bereits in Amerika ist? Was? Die Arche ist nicht hier. Ich höre. Das Einzige hier im Keller ist der Aktivierungsschlüssel. Die Bombe ist in Amerika. Garantiert, Christavi, meine Freiheit, sage ich ihm, wo die Arche ist. Herr mit dem Aktivierungsschlüssel. Dieser Spion hat den Schlüssel. Ihr werdet ihn euch holen müssen. Ich kann euch sagen, wo die Arche ist. Im Gegenzug für meine Sicherheit und Freiheit. Gut, ihr zwei eskortiert Mr. Nicolaze aus der Bibliothek. Ich speichere kurz vorsichtshalber, falls wieder Breakdown ist, damit wir safe sind. Hm. Sie. Wer sind Sie?
Sag nichts, Fischer. Wir arrangieren in 5 Sekunden ein Blackout. Mach das Beste daraus. Geben Sie uns den Schlüssel zur Arche. Sie können ihn mir geben, oder ich nehme ihn. Sie haben 5 Sekunden. 4 Sekunden. 3, 2... Zeigen Sie sich! Machen Sie das Beste draus. Yeah, mach das Beste draus, indem du stirbst. Wer sind Sie? Ja, komm. Ach, scheiße, ey. Sag nichts, Fischer. Wir arrangieren in 5 Sekunden ein Blackout. Mach das Beste daraus. Das Problem geben Sie ist, uns den Schlüssel zur Arche. Ich kann ja nicht dahin rennen. Sie können also ihn mir geben, dahin oder dahin. Ich nehme ihn. Sie haben 5 Sekunden. 4 Sekunden. 3, 2. Wer ist da? Wer war das? Wow. Hä? Och Junge, ey, das ist jetzt beschissen. Zeigen Sie sich! Weißt du, wenn die alle mit ihren Visieren kommen. Ja, come on, ey. Das wird jetzt nochmal eine richtig schöne Leck mich am Arsch-Situation. Ja, genau, so nämlich. Zeigen Sie sich! Hallo? Geben Sie endlich auf! Ich brauch nur diesen einen Augenblick. Oh Gott, bitte nicht. Okay, kein Mistbaum. Ich save nochmal, auch wenn es jetzt komplett für ein Ass ist, aber hey. Geben Sie endlich auf! Jawohl. Komm schon. Geben Sie endlich auf! Zeigen Sie sich! Oh, ernsthaft? Zeigen Sie sich! Geben Sie endlich auf! Zeigen Sie sich! Geben Sie endlich auf! Wow. Oh mein Gott, wir haben es überlebt. Holy moly. Wir haben es überlebt. Wir brauchen halt immer bloß eine einzige Situation, wo man relativ gut easy ist, ne? Und dann bam. Junge, Junge. Okay, ja. Fischer, Nicolaze darf nicht entkommen. Du glaubst, er weiß, wo die Arche ist? Ja. Er darf mit dieser Information nicht weiterleben. Eindringling. Ein amerikanischer Spion ist im Gebäude. Alle Einheiten, Alarm! Oh Gott, ey. Toll, das kann ja was werden. Wir haben 5 Schuss. 5 Schuss mit einer Waffe, die nie trifft. Wenn, dann erst nach 10 Versuchen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, was habe ich gesagt? Die nie trifft. Erst nach 10 Versuchen. So, okay, das war das. Das ist das, okay. Ach, Scheibe.
Fischer. Nicolaze darf nicht entkommen. Du glaubst, er weiß, wo die Arche ist? Ja. Er darf mit dieser Information nicht weiterleben. Okay, das wird brenzlig werden. Ach, verdammt. Was ist das? Es hätte so einfach werden können. Greife den Feind an! Von wo? Von... Du blöde Sau. Von der Seite auch noch. Mein Gott, ey. Ach, Mann. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheibe hier. Guck mal, das trifft er doch, oder? Wow. Nice. Trifft er das auch? Na gut, unter ihm würde ich jetzt nicht unbedingt schießen. Aber guck mal, ich könnte mich hier verstecken, könnte ihn packen und dann könnte ich Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Geht das? Da ist jemand. Wow. Wie gesagt, nach 10 Schuss trifft er endlich mal. Hast du was für mich? Nee, schade. Oh Gott, komm mal. Der Amerikaner hat Informationen in seinem Besitz, die für die Sicherheit unserer Nation sehr wichtig sind. Wir müssen ihn schnappen. Die sehr wichtig sind. Ich habe gar nichts. Ich habe ja nichts gemacht. Lasst mich doch in Ruhe. Oh. Oh Gott. Um es ganz deutlich zu machen. Erschieß Nicolaze von dort aus. Tu es jetzt. Schieß nicht daneben. Du bekommst vermutlich nur diese eine Chance. Lambert, du bist so ein Saftsack, ne? Wie soll ich bitte Nicolaze von hier aus erschießen mit keiner vorhandenen Waffe? Ich habe keine Munition, ich bin komplettes Frack. Und du sagst mir, ich soll den erschießen von da aus? Wie soll ich das schaffen? Das ist unmöglich. Wie? Ach so, guck mal, Munition. Geil. So. Und jetzt sage mir, wo ist er? Wo ist da oben ist er? Gut, Fischer. Zeit von dort zu verschwinden. Die Daten, die du hast, sind die letzten. Die letzten von überprüft uns. Alles. Nicolaze ist letzte Bedrohung gegen die USA. Unsere höchste Priorität liegt darin, zu schützen, was du bei dir trägst. Die Osprey wartet. Geben Sie sich zur Abholzone, okay. Okay. Cool, wir haben es geschafft. Nicolaze ist Rick. Was ist mit Christavi? Schutzpräsident Christavi! Schaff den Präsidenten damit! Angreifer im Palast! Brauche Verstärkung! Na toll, jetzt wird's nochmal richtig schön geil werden, schön brenzlig. Vermutlich mehrere Schützen. Direkte Order vom Präsident Christoph. Mann ausgefallen, er atmet aber noch. Der Schütze darf nicht aus dem Palast entkommen. Tötet ihn, wenn nötig. Der Attentäter ist das Primärziel. Wo ist Nicolaze? Wer beschützt Nicolaze? Nicht bestätigte Meldung, dass Nicolaze erschossen ist. Nicolaze ist tot. Wiederhole, Nicolaze wurde erschossen. Such den Mörder!
Wie, was ist? Da war doch was. Hä? Wo? An alle Einheiten. Sucht den amerikanischen Spion. Er muss unbedingt gefangen oder getötet werden. Eindringling auf dem Palastgelände. Wow, perfektes Timing, Junge. Das war ja mal. Vermutlich mehrere Schützen. Direkte Order von Präsident Kristavi. Finde den Attentäter. Ich habe hier einen Bewusstlosen. Der Schütze darf nicht aus dem Palast entkommen. Ich glaube, ich bin Eindringling. Vermutlich mehrere Schützen. Direkte Order von Präsident Kristavi. Einer von uns wurde angegriffen. Der Schütze darf nicht aus dem Palast entkommen. Tötet ihn, wenn nötig. Der Attentäter ist das Primärziel. Wo ist Nicolazze? Wer beschützt Nicolazze? Nicht bestätigte Meldung, dass Nicolazze erschossen ist. Nicolazze ist tot. Wiederhole, Nicolazze wurde erschossen. Such den Mörder! Ah, cool. Ein Geräusch? Oh, mein Gott! Aus dem Weg! Boah. Ach, Scheibenhonig, Mann! Vermutlich mehrere Schützen! Direkte Order von Mann ausgefallen! Er atmet aber noch! Der Schütze darf nicht aus dem Palast entkommen! Tötet ihn, wenn nötig! Der Attentäter ist das Primärziel! Wo ist Nicolazze? Wer beschützt Nicolazze? Nicht bestätigte Meldung, dass Nicolazze erschossen ist. Nicolazze ist tot. Wiederhole, Nicolazze wurde erschossen. Such den Mörder! Gut, okay. Such den Mörder. Such den Mörder. Der Mörder, du. So, der erste Dude geht. Ich greife den ernsthaft, Feind an! Ernsthaft, du Dummes. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Identifiziere. Da war doch was? Nein, da war nix. Sei ruhig. Boah, ich weiß nicht, ob der Dude jetzt kommt, ne? Wenn der jetzt nicht kommt, ey, komm. Jetzt lauf, komm. Du hast gesagt, da war doch was. Also. Ach, weißt du was? Bam. Sorry, aber. Da war doch was und da drüben ist was. Hä? An alle Einheiten. Sucht den amerikanischen Spion. Er muss unbedingt gefangen oder getötet werden. Sie sind umzingelt. Wir werden sie finden. Sie sind umzingelt. Wir werden sie finden. Ah, okay. Sie sind umzingelt. Wir werden sie finden. Verstehe, die stehen beide vor der Tür. Also die stehen jeweils links und rechts. Okay, gut. Ah, okay. Cool. Nee. Eindringling auf dem Palastgelände. Wo kommt denn... Wo, der. So, okay, ganz ruhig. Sam, halt dich. So, zack. Hoch mit dir. So. Okay, und jetzt. Nein, halt dich doch. Mann, ist,
Okay, warte, warte, machen wir einfach den hier. So. So, okay. Ist halt die Frage, ist die Abholzone da unten? Das wird halt richtig bescheiden jetzt, ne? Oh Gott. Wir haben es geschafft. Ja, Mission erfüllt. Holy moly. Mit der schönen... Ach du Scheiße, warum ist das Bild jetzt so klein? Och nein. Mal gucken, wenn ich das... Nein, ich fasse nichts an. Präsidentpalast, Tiflis, Georgien, 13. November. Die im Präsidentpalast gewonnenen Erkenntnisse bestätigen, dass es sich bei der Arche um eine Atomwaffe handelt. Die Tatsache, dass sie sich bereits in der Nähe von Washington DC befand, macht Nicolazzi zu einer Bedrohung für das amerikanische Volk. Diese Bedrohung wurde nach den Grundsätzen der 50 Freedom neutralisiert. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es ist entweder ist es jetzt das Ende oder es ist eine weitere Mission. Wir finden es heraus und zwar jetzt. Achtstöckiges Gebäude und vier umliegende Blöcke wurden heute in Hope Gate, Maryland, von der Nationalgarde evakuiert. Laut Behörden ist der Grund für die Evakuierungen ein Gasleck. Dieser Vorgang würde in keiner Verbindung zu Combine Nicolazzi oder dem Informationskrieg stehen. Hope Gate, das weniger als eine halbe Stunde von Washington DC entfernt liegt, wird seit der Entdeckung und Identifizierung der Leiche des ehemaligen Präsidenten Combine Nicolazzi vor 5 Tagen. Schüsse aserbaidschanischer Palastwachen trafen Nicolazzi tödlich, als dieser versuchte, gegen den amtierenden Präsidenten Valam Kristavi zu putschen. In einer Pressekonferenz lobte Präsident Bowers das amerikanische Volk ausdrücklich für seinen Mut. Man traf uns, es schmerzte, aber wir sind nicht umgefallen. Es gibt keinen Terror, kein Unglück, das das amerikanische Volk in die Knie zwingen könnte. Es gibt kein Problem, das Amerika mit seiner Beharrlichkeit nicht lösen kann. Dad? Und so spreche was ist ich jedem amerikanischen Bürger der Welt, jedem Zivilisten und jedem Soldaten, der sich gegen Terror und die Tyrannei stellt, meine tiefste Bewunderung aus. Die Geschichte wird ihre Entschlossenheit nicht vergessen. Die Geschichte wird ihre Entschlossenheit nicht vergessen. Dad, was ist los? Du hast nicht mehr gelacht, seit Reagan in Rente ist. Es ist nichts. Vergiss es einfach. Wir haben die Fackel und das. Das ist die sichere Leitung, Schatz. Ist für mich. In die Weiten und in das Dunkel der Welt getragen. Möge Gott uns unsere Aufgaben weisen. Gott schütze Amerika. Musst du etwa schon wieder weg, Vater? Hallo, Lambert. Ja, und das war Splinter Cell 1. Wir haben es erfolgreich geschafft. Wir hatten hier und da einige Schwierigkeiten. Warum das jetzt gerade in diesem kleinen Bildschirm abläuft, ich finde es gerade selber etwas schade. Und ich will jetzt aber nichts drücken, damit das die Credits nicht verschwinden. Aber ja, das war, wie gesagt, Splinter Cell 1. Das erste von 4 Projekten, vielleicht auch 5, je nachdem. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich würden wir gerne ein Like da lassen oder eben einen Kommentar. Und schreibt mir auch gerne rein, ja, wie ihr das so findet, ob das so okay ist, wie ich das spiele. Und ob es mit dem Schwierigkeitsgrad auch in Ordnung ist, weil wir haben jetzt alles auf schwer gespielt. Deswegen auch immer öfters mal gespeichert und so, ne? Und
Es kann sein, dass die Musik vielleicht geclaimt wird, wer weiß, ne? Also wenn es ruhig wird, dann entschuldige ich mich hier schon mal, aber ihr wisst ja, wie es ist, YouTube und Co. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall entweder zu einem weiteren Let's Play wieder oder zu Splinter Cell 2. Mal gucken, aber ich glaube, der zweite Teil wird jetzt erstmal warten. Und ja, ich bedanke mich nochmal fürs Dabeisein, für eure Unterstützung. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, in einer weiteren Runde. Und bis dahin erstmal tschüss. We'll be right back.